So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu eFootball 2023. Hier ist der Jens und eigentlich nur ein kleines Reminder-Video von mir, gerade auch für die Leute, die jetzt nicht so wahnsinnig häufig aktuell in eFootball, sicherlich auch immer wieder aus nachvollziehbaren Gründen reingehen. Leute, lasst euch diese beiden Sachen aktuell nicht entgehen. Und zwar rede ich zuerst einmal von neuen eFootball-Trikots. Das eine Trikot, was es ja aktuell im Spiel gab, dieses blau-gelbe, was ihr auch von meinen Thumbnails oftmals kennt. Das habe ich ja original sogar von Konami im letzten Jahr mit einem Werbepaket zugeschickt bekommen. Jetzt könnt ihr euch quasi ein neues Trikot aus dieser Reihe, so möchte ich es jetzt einfach mal sagen, erspielen. Und zwar hier ganz, ganz einfach. Ich zeige es euch auch gleich, wie es ein bisschen größer dann an dem Spieler aussieht. Ihr müsst nur in diesen Wettbewerb gehen, der natürlich zeitlich begrenzt ist, jetzt seit letzten Donnerstag für exakt eine Woche. Ihr wisst ja, wie das Ganze hier ist. Und es ist denkbar einfach. Ihr müsst nur eine Partie in diesem Wettbewerb spielen. Ich habe sie siegreich gestaltet. Ihr seht es jetzt hier mit dem 4 zu 3 auf der linken Seite, aber das spielt gar keine Rolle. Ihr müsst nur eine Partie machen, selbst wenn ihr sie anmacht und entsprechend nicht spielt und den Controller daneben legt. Egal wie, macht eine Partie an und ihr habt dieses Trikot. Ich zeige es euch jetzt dann auch mal im Spiel selber, beziehungsweise ich zeige es euch jetzt einmal hier bei meinen Trikots und es sieht wirklich echt nice aus. Sonst würde ich nicht mir den Aufwand machen, euch hier noch ein extra Video entsprechend an die Hand zu geben. Eben halt auch für die Leute unter euch, die es vielleicht jetzt auch einfach letzte Woche Donnerstag so nicht mitbekommen haben. So, ihr seht jetzt dieses hier. Das gibt es seit etlichen Wochen im entsprechenden eFootball-Punkteshop zu kaufen, wenn ihr es noch nicht habt, für 5000 eFootball-Points. Auch sehr nice, wie ich sagen muss. Aber ich muss sagen, auch das finde ich sehr, sehr schick. Sieht klasse aus und ihr müsst in diesem Wettbewerb nur ein Spiel machen. Lasst euch das nicht entgehen. Eine zweite Sache, wenn wir schon dabei sind, ist im Shop auch eine neue Legende, die als Spieler hinzugefügt worden ist. Ist jetzt sicherlich nicht einer der absoluten Top-Spieler, auch gerade im Angriff. Aber ich denke mal auf jeden Fall eine Karte, die man sich gönnen kann. Das ist Roy Keane, Torjäger. Ihr seht es jetzt hier mit 12 Stufen noch auflevelbar. Hat sehr, sehr vernünftige Werte und ausgelevelt macht er eigentlich auch einen sehr guten, einen sehr soliden Eindruck. Ich habe mir das Ganze vor dem Video hier mal in der entsprechenden App angeschaut. Das könnt ihr ja auch machen. Und ganz ehrlich, wer mit seinen eFootball-Points vielleicht aus irgendwelchen Gründen nichts anfangen kann, Leute, holt euch doch hier eine Karte. Ihr habt wieder einen Spieler, den ihr 365 Tage verwenden könnt. Das ist ein sehr guter Spieler. Und da wir ja jetzt noch deutlich mehr Slots zur Verfügung haben, als noch vor ein paar Wochen, könnt ihr euch ja grundsätzlich 5 Spieler mehr auf die Bank setzen. Und damit ist das eigentlich eine Win-Win-Situation, so ihr denn die eFootball-Points übrig habt und natürlich dann auch den Spieler möglicherweise mögt. Ist, wie gesagt, eine gute Karte. Ich denke, das kann man schon machen. Und die beiden Sachen wollte ich euch nochmal mit an die Hand geben. Die Roy Keegan-Karte, die natürlich jetzt im Shop auch etwas länger verfügbar sein wird. Aber wie gesagt, das eben gezeigte Trikot nur noch ein paar Tage seit letzter Woche Donnerstag, dann bis zur kommenden Woche Mittwochnacht, Donnerstag früh, wann immer dann auch diese Schnittstelle für die exakt 7 Tage erreicht ist. Leute, das soll es gewesen sein. Morgen noch ein ganz interessantes Video, auch zu eFootball 2023. Schaut mal rein. Ich denke, ich habe da ein ganz interessantes Thema aufgegriffen, ja, wo man einfach wieder mit dem halben Glas voll oder leer argumentieren kann. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Ansonsten euch ein schönes Wochenende. Bis die Tage. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.